Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde World of Warships. Wir sehen hier die Langley, Tier 4, amerikanischer Flugzeugträger, der erste Flugzeugträger, den es im amerikanischen Baum gibt. Und den werden wir uns heute anschauen. Den haben wir bisher am Kanal noch ausgelassen. Ich habe ihn noch ausgelassen. Aber jetzt ist es soweit, ich möchte sie euch vorstellen. Gut, bevor wir anfangen, ganz kurz. Ich habe in letzter Zeit sehr viel mit dem Mikrofon rumexperimentiert, sehr viel ausprobiert und ich habe auch heute wieder was Neues ausprobiert. Dementsprechend, ich hoffe, dass mit dem Ton alles funktioniert. Ich hoffe, dass der gut ist oder besser ist, als er sonst vielleicht war. Falls es nicht ist, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Gut, genug davon, kommen wir zum eigentlichen, zu World of Warships, zu unserem Spiel. Schauen wir uns wie immer kurz an unsere Daten. Wir haben hier eine voll ausgeforschte und ausgebaute Langley. Da erwähnenswert ist der Rumpf B in dem Fall. Warum ist er besonders erwähnenswert? Weil, für die, die es nicht wissen, amerikanische Flugzeugträger kriegen von Rumpf zu Rumpf mehr Hangarkapazität und das bedeutet wesentlich mehr Ersatzflugzeuge, wenn eure Flugzeuge abgeschossen werden. In dem Fall sehen wir Rumpf A 24 Flugzeuge und Rumpf B 30 und 6 Flieger mehr oder weniger können viel ausmachen. Gut, was gibt's noch? Es gibt genau eine Modifikation, wie wir ja schon bei der Independence gesehen haben. Falls für die, die es noch nicht gesehen haben, wechsle ich kurz rüber. Gibt es auch als eigenes Video am Kanal. Gibt es mehrere Kombinationen, wie man die Flieger fliegen kann in eben dieser Kombination aus Jägern, Torpedobombern und Bombern. Die Langley in dem Fall hat genau eine Kombination, kann man nicht einstellen. Besteht aus einem Jäger, einem Torpedobomber und einem normalen Bomber. Gut, dann Verbesserungen. Mittlerer Schaden pro Sekunde der Flugzeugbewaffnung und verbessert oder weniger Brandwahrscheinlichkeit. Genau, kommen wir zu den tatsächlichen Werten. Wir haben hier schon gesehen 33.000 HP, aber gerade mal 10 bis 20 mm Panzerung, also das ist gar nichts. Das ist ein, nicht übertrieben, das ist ein Papierschiff mit dem... Da trifft sogar eine HE-Granate, gibt ja einen Zitadellentreffer. Noch dazu, wie wir hier sehen, riesig, das heißt ein gigantisches Ziel. Also da ist einfach in dem Moment, wo du beschossen wirst, ist vorbei fast schon, kann man fast sagen. Gut, Flugzeuge sehen wir auch hier wieder. Wir haben 6 Flugzeuge je Staffel. Wir haben insgesamt 3 Staffeln aus diesen, wie wir schon gesehen haben, je ein Jäger, einmal Torpedobomber und einmal Bomber. Und wer sich's ausrechnen kann, 3x6 sind 18, das heißt 12 Flugzeuge bleiben als Ersatz zu je 4, das heißt 4 Jäger und so weiter als Ersatz. Dann Artillerie, ich glaube es mal kurz auf, ist aber wirklich unwichtig, kann man vernachlässigen. Flugzeugabwehr auf dem Level immer noch so wenig, also ist eigentlich auch zu vernachlässigen. Und jetzt kommen wir wieder zu zwei interessanten. Das erste ist die Höchstgeschwindigkeit. Ganz wichtig bei der Langley. Ein Riesennachteil. Im Vergleich zu Hoshu, die fährt 25 Knoten, 15 Knoten, ganz langsam. Wenn du dich mit der Langley nicht positionierst und bewegst von Anfang an, wirst du es nicht mehr schaffen übers Spiel hinweg. Genau. Sonst eigentlich okay, ist ein Riesenschiff. Geht so. Verborgenheit für ihre Größe eigentlich in Ordnung. 9,8 kann man so lassen, ist jetzt nicht besonders klein, ist nicht besonders wenig, aber ist in Ordnung. Gut, zu unserem Kapitän. Wir sehen, wir haben 2 Punkte, die werden wir auch gleich noch vergeben, und zwar für die Torpedos. Was haben wir? Wir haben einmal den Heckgeschützen. Das heißt, Schaden pro Sekunde der Selbstverteidigungsbewaffnung für Flugzeuge mit Heckschützen, in dem Fall die Bomber. Und wir haben reduzierte Wartungszeit von unseren Torpedobombern. Leider noch nicht, ist der Kurvenkampfexperte.
An Bord begrüßt sie heute Stan Lee Shaw. Shaw? Genau. Unser kleiner neuer Kapitän, habt ihr extra für die Langley quasi angelernt. Und das eine, ich glaube, ein oder zwei Matches gespielt. Deswegen hat er die zwei Punkte jetzt noch gehabt. Gut. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen. Dementsprechend fangen wir mal an. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte. Ich habe ja eigentlich, möchte ich gern jeden zweiten Tag World of Warships ein Video machen, bringen, online stellen. Vorgestern hat es nicht funktioniert, weil mir bei derselben Aufnahme schon mit der Langley, die habe ich damals aufgenommen, weil mir der Ton komplett weg gewesen ist. Das heißt, durch meine Experimente am Mikrofon war einfach kein Ton mehr da. Und nachzusprechen kann man natürlich machen, ist aber immer was anderes und für mein Gefühl, Geschmack, ich bekomme es nicht wirklich gut hin. Und deswegen wollte ich es dann einfach sein lassen. Und nachdem das gerade am Abend natürlich davor gewesen ist, vor dem Tag, wo ich es veröffentlicht gern hätte, habe ich nicht mehr die Zeit gehabt, das dann neu aufzunehmen. Dementsprechend gab es vorgestern kein Video leider. Gut. Die Schlacht beginnt. Dann würde ich sagen, geht's los. Gut, wo wollen wir hin? Wie schauen wir aus? Ich bewege mich mal. Autopilot aktiviert. Einfach nur, um schon mal in Fahrt zu sein, während wir unsere Flieger mal starten. Und ich werde mal vorbeugend hier rüberfahren. In der Hoffnung, dass wir eventuell nach rechts unten fahren. Wie gesagt, Langley immer in Bewegung. Sofort nicht stehen bleiben, sonst bewegt sich das Schiff nicht mehr weiter. Gut, dann würde ich mal sagen, geben wir mal die Richtung quasi voran. Ah, das. Ich habe auch eine neue Tastatur und eine neue Maus. Also ich hoffe, ich muss mich da nicht allzu lange dran gewöhnen. Was ich eigentlich wollte, wir werden jetzt mal da rechts den Bereich erkunden und sicher machen, wo wir hinwollen, so gut wie möglich. Und hoffen, dass das Team mitzieht mit uns. Was gibt's über die Langley Crew zu berichten sonst? Spielt sich, ich würde sagen, einfacher als die Hosho. Aber auch nicht so mächtig. Einfach aus der Kombination, vielleicht für andere, spielt sie sich besser als für mich. Ich komme persönlich mit den Bombern nicht zurecht, mit den ganz normalen Dive-Bombern, wie sie auch genannt werden. Und dementsprechend verliere ich einfach diese 6 Flugzeuge, um genau zu sein, die Ersatzflugzeuge auch noch. Also fast 10 Flugzeuge, mit denen ich weder gegnerische Flugzeuge bekämpfen kann, noch wirklich Schaden anrichte. Und das ist für mich der Grund. So, wir haben hier mal die ersten Flieger. Das heißt, wir werden unsere Jäger hier rauf bewegen, werden aber gleichzeitig versuchen, auf der Seite weiter Vorrang vorzuerkunden und zu entdecken. Vielleicht finden wir den Flugzeugträger, den gegnerischen Flugzeugträger. So, wir haben jetzt hier die Jäger, die gegnerischen. Noch hat er mit seinen Jägern uns offensichtlich nicht entdeckt. So, wir werden jetzt mal hier unsere Kamikaze retten, so gut wie es geht. So, jetzt sind seine Flieger beschäftigt, das heißt, wir werden uns jetzt die Langley von ihm holen. In der Hoffnung, dass wir natürlich hier gewinnen durch unsere Verbesserungen.
Schauen wir mal. Nein, werden wir schaffen wir natürlich nicht. Aber mit ein bisschen Glück, genau, er ist jetzt zu langsam. Das heißt, jetzt kriegt er auf jeden Fall hier ordentlich was ab. So, ich werde jetzt, obwohl ich es nicht kann, einen manuellen Drop probieren. Schauen wir mal. So. Nicht zu nah und nicht zu weit. Ist man zu weit, schalten sie nicht scharf. Hier sind sie zu nah, schalten sie nicht scharf. Zu weit trifft man nichts mehr. Das war ein guter Treffer. Und kann er... Jawohl! Das war schön. Wir verlieren zwar jetzt unser Team 3, macht aber nichts. So, das heißt, wir haben ihn schon mal ausgeschaltet. Gut so. Jetzt müssen wir nur schauen. Wir wollen ein bisschen näher ran, glaube ich. Und wir wollen hinter unseren Leuten bleiben. Wo bleiben wir da? Am ehesten. Schauen wir mal, dass wir hier vorkommen. Das heißt so. Ungefähr so. So, dann schauen wir mal, dass wir keine DDs hier haben. Das heißt, verfolgen wir die DDs. Die lassen wir ruhig abschießen. Wobei, nein, lassen wir nicht. Jetzt haben sie eh keine Munition mehr. Wenn es wahr ist. So, 4 ist fast fertig. So, jetzt haben wir hier... Dann werden wir schauen, dass wir hier haben wir einen DD. Wir haben noch 3. Wir müssen aufpassen auf unsere Schlachtschiffe. Auf das eine Schlachtschiff auf jeden Fall einmal hier. Wir wissen, dass einer ist hier oben, einer ist hier. Und den anderen wissen wir noch nicht wirklich. So, 4 ist am Weg, das ist gut. Da kriegt die Kawachi was ab. Hätte ich gesagt. So, die Kirishima ist natürlich gefährdet. Wir werden schauen, dass wir hier die Minekase aufgedeckt behalten. So, wir werden uns hier in Position fliegen und 3 ist jetzt auch gleich am Weg und fertig. So, wir decken die Minekase weiter auf. 4 ist fast fertig. 3 startet. Sehr gut. Das, meine Lieben, das könnte eine gute Runde werden, wenn ich das jetzt nicht noch richtig verkacke. Ich bin ziemlich nervös. Ich bin ziemlich nervös gerade. Ah, das war zu optimistisch. Verdammt. So, nicht die Minekase verlieren. 3 ist am Weg, das ist gut. Wir fahren schon wieder... Ah, wir fahren mit voller Kraft, das ist auch gut. So, 2 ist jetzt gleich weg. Das ist schlecht. Jetzt haben wir nämlich die Minekase hier verloren. Die Kawachi ist auch fast schon fertig. Das heißt, um die müssen wir uns eigentlich nicht kümmern. Dann kümmern wir uns mit den Torpedobombern über... Kümmern wir uns um die Wyoming. Genau, die Kawachi ist weg. Decken wir trotzdem noch am Weg ein bisschen die Minekase auf. Während wir da, dann machen wir es nämlich gleich so. Wir fliegen über die Minekase zur Kongo, die ist noch bessere Ziel. Weil, jawohl, da geht die Minekase natürlich jetzt drauf. Gut so. Noch dazu fahrt sie genau in unsere Richtung, wo wir hinwollen. Wenn wir jetzt die Kongo holen. Das heißt, unseren Schiffen zu liegen, spielen wir teamdienlich. So lange, bis sie jetzt tot ist. Jawohl. Und jetzt geht's los zur Kongo. Das heißt, die will
Die Frage ist, will sich die verstecken? Wenn sie sich verstecken will, haben wir echt gute Chancen, sie gut zu erwischen. Sie wird langsamer. Richtig schön eng. Na, das geht sich nicht aus, wenn sie jetzt hier rüber zieht. Das heißt, wir müssen hier von unten rankommen. Schön parallel. Und los geht's. Müsst sie gut erwischen, wenn's weiß. Könnt sie gut erwischen. Ah, vielleicht ein bisschen zu spät. Leider noch zu spät. Macht nichts. Jetzt werden wir jetzt schauen. Nein, wir hatten leider nicht einmal einen Wassereinbruch. Ach, das war Pech. Das war schlecht und Pech. Gut, wir müssen ein bisschen auf uns aufpassen hier, wo wir hinfahren. Wir fahren gerade irgendwo hin. Wir wollen hier und hier durch. Und müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht sterben dabei. In der Hoffnung. So. Ah, ich bin mit dem manuellen Zielen, mit den Bombern, ich bin so eine Nudel, so ein Eier, was das betrifft. Ich meine, das Spiel gewinnen wir trotzdem, aber ich ärgere mich, weil ich wirklich viel Schaden liegen lasse damit. Grundsätzlich vielleicht für die, die das jetzt schauen und vielleicht das noch nicht alles so weit mit dem manuellen Zielen bei den Bombern, bei den normalen Bombern, hat man halt einen wesentlich kleineren Bereich, das heißt, wenn man trifft, trifft man deutlich stärker und mehr. Während der automatische Abwurf sehr viel breiter ist. Deswegen, ich probiere es halt, ich übe halt. Aber wirklich gut bin ich nicht. So, inzwischen haben wir eigentlich keine Ersatzflieger mehr, bei nichts mehr, nur noch bei den Bombern ein bisschen. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt mit denen noch einen schönen Treffer landen könnten, mit den paar Torpedobombern. Aber ich denke, dafür werden wir zu langsam sein vielleicht. Wobei, die Karishima ist nicht besonders stark mehr. Die Wyoming geht auf jeden Fall unter vermutlich. Um die brauchen wir uns nicht kümmern. Das Gute ist natürlich, je näher man dran ist... Ah, oh, verdammt, haben wir es geschafft. Ja, zwei, drei Angriffe sehr versemmelt. Dafür ein paar ganz gut getroffen. Den gegnerischen Flugzeugträger schön rausgenommen. Wirklich schön. Gut. 39 ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist jetzt nicht die Welt toll, aber kann man damit leben. Wie gesagt, die gegnerische Längli haben wir wirklich schön rausgenommen. Und den Rest hat unser Team mitgemacht und erledigt. Schauen wir noch trotzdem. 33.700 auf der Längli. Und immerhin, gerade mal 6.000, aber immerhin 6.000 auf der Kongo. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick über die Längli bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und tschüss.